Und wenn einmal einer wahnsinnig wird und wenn einer einmal merkt, dass er nichts mehr zu verlieren hat, dann wird er zur Atombombe greifen. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass der größte Verbrecher aller Zeiten, Adolf Hitler, wenn er die Atombombe gehabt hätte, die auch eingesetzt hätte. Denn was hat er denn gemacht am Ende seines Lebens? Er hat seinem Minister für Aufrüstung Speer den Auftrag gegeben, er müsse ihm versprechen, dass er alle Hydranten, alle Wasserwerke und alles öffnet, damit Deutschland überflutet wird, weil diese deutsche Nation nicht würdig war. Sie soll mit ihm sterben. Speer war der Einzige, meines Erachtens, der es fertiggebracht hat, durch seine ganze Haltung ja dann nur zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt zu werden. Er ist ja später dann frei geworden und hat einige Bücher geschrieben. Ihr Lieben, wenn es nach dem Hitler gegangen wäre, wäre Deutschland in den Fluten untergegangen. Wenn sämtliche Talsperren und alles aufgemacht worden wäre, sämtliche Hydranten in den Städten überflutet. Reiner Wahnsinn. Krieg und Kriegsgeschrei. Aber nur einmal eine Frage. Wissen Sie, wenn dieses Kriegerische wirklich richtig angefangen hat, gefährlich zu werden? Das war vom 6. August 1945 an. Ich nenne nur zwei Worte, Hiroshima und Nagasaki. Ich hatte das Vorrecht, letztes Jahr in Japan zu sein, 14 Tage. Wir haben dort eine Missionsreise gemacht. Es gibt in Japan schon etliche Gläubige. Das ist sehr erfreulich, was der Herr in Japan tut. Da waren wir auch in Nagasaki und haben die Folgen der Atombombe noch im Museum besichtigen können. Und auch die ganzen Denkmale und alles. Die Bombe von Nagasaki war aber ein Bömpchen von, wenn es hochkommt, etwa einem Kilogramm radioaktiver Masse Uran. Heute hat man Bomben, ich denke nur an das Reizwort Wasserstoffbombe und Kobaltbombe. Ich könnte Ihnen nun, ich tue es nicht wegen der Zeit, aber wirklich eine ganze Stunde einmal sagen, in welcher Gefahr wir heute schweben durch die Atombombe. Fachleute sagen, und das ist ja kein Geheimnis, dass die heutigen Atombomben etwa die 10.000-fache Wirkung von Nagasaki und Hiroshima haben. Man stelle sich das einmal vor. Es ist nur gut, dass wir alles so ein bisschen vergessen, sonst könnten wir nachts nicht schlafen. Krieg und Kriegsgeschrei hat es zu allen Zeiten gegeben. Aber wenn wir einmal in der Offenbarung 9, Vers 13 bis 15 nachlesen, da werden wir feststellen, dass am Ende der Zeiten ein Drittel der Menschheit umkommen wird. Ihr Lieben, ein Drittel der Menschheit umkommen wird durch diese Ausstrahlungen und das alles. Das kann nur durch die Atombombe, beziehungsweise genauer gesagt durch die ABC-Waffen heute sein. A, Atom, B, biologische Waffen, C, chemische Waffen. Fachleute sagen, wir können die Welt heute schon 60 Mal vernichten. Darum dürfen wir uns auch von dem Geschwätz der Leute gar nicht beeinflussen lassen, wenn die nämlich abrüsten und sagen, es werden alle Waffen zur Hälfte vernichtet, dann bedeutet das überhaupt nichts. Ob ich die Erde 60 Mal kaputt machen kann oder nur 30 Mal, das spielt keine Rolle. Und wenn ich dann noch einmal die Hälfte kaputt mache, ob ich sie dann 15 Mal kaputt mache, nicht. Interessant würde das erst einmal, wenn abgerüstet würde, dass man sie nicht einmal kaputt macht. Dann wäre es ein Erfolg. Aber das kommt nicht. Krieg und Kriegsgeschrei hat es zu allen Zeiten gegeben. Aber die Erfüllung von Offenbarung 9 und allen anderen Stellen, dass so viele Menschen umkommen werden, das ist erst seit dem Atomzeitalter und zwischen den biologischen, chemischen Waffen möglich. Ihr Lieben, es werden Sterne vom Himmel fallen, sagte Herr Jesus. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. 1979, also heute im Mai war es gerade 20 Jahre, hatte ich eine Zeltevangelisation in Lora bei uns im Hessischen. Und da war das Problem des Keilab.
Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können. Da war ein amerikanischer Himmelskörper, ein Satellit mit 46 Tonnen Atom angetrieben, aus dem Gleichgewicht gekommen. Und nun kam jedes Mal die Nachricht, in Bonn wurde ein Krisenstab eingerichtet. Jeden Tag kam die Nachricht, ob Skylab nicht noch etwas langsamer geworden ist und über Europa wegfliegt. Ihr Lieben, an diesem Abend hat keiner gelacht, als ich gesagt habe, wir werden Zeiten kriegen, wo die Sterne vom Himmel fallen. Ich weiß nicht, ob die Sterne vom Himmel fallen. Es genügt, wenn die runterkommen, die wir aufgeschossen haben. Dann haben wir schon die Katastrophe. Wenn Skylab damals, der Herr hat es in seiner Gnade vernichtet, sie ging nachher ganz kurze Zeit im Pazifischen Ozean unter. Wenn Skylab in eine Großstadt Deutschlands mit der Atomantriebsmacht explodiert wäre, dann hätten wir die Katastrophe der Katastrophen gehabt, dann hätten wir Tschernobyl gehabt. Aber wer denkt denn heute schon an Tschernobyl? Zurzeit immer wieder wer, weil sie Geld wollen, ja. Wir gehen Zeiten entgegen, wie sie noch nie waren. Und der Herr Jesus sagt, die Menschen werden vor Furcht verschmachten, weil sie merken, was alles auf sie zukommt. Zeichen der Zeit.